Hallöchen, 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 willkommen zurück zu Trauma. Mittlerweile die dritte Episode, wo es darum gehen wird, was Sie erwarten. Und was werden Sie erwarten? Wer wird erwarten? Die Eltern? In der letzten Folge ging es darum, dass die Eltern die Vorbilder sind, waren. In diesem Traum folge ich der Straße. Ich folge der Straße. Und vielleicht drehe ich mich auch erstmal um. Kann mich da nicht weiter umdrehen. Hier, was ist hier? Grashügel. Eine weitere Barriere. Sie ist unsichtbar. Eine unsichtbare Barriere. Wenn ich dieses Symbol zeichne, bewege ich mich zurück. Ja. Schön, dass auch für die ganz Vergesslichen unter uns immer wieder wiederholt wird. Okay, dann folgen wir mal ein Foto. Wenn ich dieses Symbol zeichne, bewege ich mich nach links. Jo, auch das war bekannt. Was ist das? Etwas wurde durch den Abfluss gesaugt. Ich muss einen Abfluss finden, der nicht verstopft ist. Aha, okay. Das Zeichen ist richtig, aber der Abfluss ist verstopft. Okay. So, mal gucken, ob wir einen anderen Abfluss finden. Wir gehen schon wieder in die falsche Richtung. Oh, nee, da kommen wir her. Sie sind gut darin, Anweisungen zu geben. Das könnte ja auf die Eltern hindeuten. Die sind ja im Grunde genommen gut darin, Anweisungen zu geben. Sie wollen wirklich, dass du weißt, wohin du gehen sollst. Ja. Da ist doch jemand. Kann ich den einfangen? Sie glauben, sie zeigen dir den Weg. Aber sie stellen nur weitere Hürden auf. Oh wow. Hä? Das war's doch nicht. Ach, das war das alternative Ende, okay. Dann gehen wir natürlich wieder rein. Juhu, das erste alternative Ende aus Versehen gefunden. Ist doch schön. In diesem Traum folge ich der Straße. Das tun wir. Was ist da? Etwas wurde durch den Abfluss gesaugt. Ich muss einen Abfluss finden, der nicht verstopft ist. Ist der auch verstopft, oder wie? Warum sind alle Abflüsse verstopft? Eine weitere Barriere. Sie ist unsichtbar. Also scheinbar sind die alle verstopft und dadurch nicht für uns nutzbar. Bäume sehen künstlich aus. Ich wollte gerade sagen, irgendwie sehen die hier ein bisschen künstlich aus. Aber die jetzt wieder nicht. Also nicht alle. Es sind nur so einige. Da ist das Schild. Oh, ein Foto. In diesem Foto ist etwas auf der Spitze von einem Mast. Ah, okay. An der Spitze, und das soll ich anheben. Auf welchem Mast? Ich habe hier, glaube ich, noch keinen Mast gesehen. Wollen wir mal gucken, ob wir weiter den Pfeilen folgen können. Ist hier ein Abfluss, der nicht verstopft ist? Wie war das Zeichen? Ja, er hat es erkannt, aber es war nicht das Richtige.
Was ist das? Kann ich auch was einfangen? Nee. Ich dachte, sie wollten, dass ich der Straße folge. Wieso machten sie es mir so schwer? Na, da ist bestimmt der Abfluss, der nicht verstopft ist. Wenn ich das jetzt richtig interpretiere. Oh, das war ganz schön, also ein bisschen gruselig ist es schon. War das Zeichen? Nee. So. Obwohl sie solide erscheint, hat die Barriere keine Substanz. Oh, cool. Zack, weg. Abgefahren. Wer übrigens hier seine Stadt wiedererkennt, kann ja gerne mal... Die andere Seite des Tunnels kommt mir irgendwie bekannt vor. Bescheid sagen. Finde ich mal interessant, welche Stadt hier genommen wurde. Ach. Ich laufe im Kreis. Aber ich bin nicht falsch abgebogen. Diese Welt ist einfach zu klein. Ja. Die Welt, wie cool. Was glauben Sie, wie lange ich hier bleiben werde? Es gibt keine Erwartungen. Ist es nicht etwas, das gute Ärzte einem geben sollen? Hoffnung? Perspektiven? Erwartungen können auch Erfolge abschwächen. Gibt es Erwartungen, kann man sie bestenfalls nur erfüllen. Also, was soll ich tun? Worauf er keine Antwort gab. Also, die Folge, was sie erwartet haben oder was sie erwarten, ist aber noch viel kürzer. Obwohl wir hier sogar ein alternatives Ende gefunden haben. Allerdings nur 3 Fotos. Wie viele Fotos? Nein, 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 nein. Cancel. Entschuldigung. In diesem Traum verfolge ich einen Geist. Es scheint, als hätte ich schon immer den Geist verfolgt. Achso, da hätte ich auch ein X malen können, okay. Ich wollte eigentlich nur auf die Discoveries gehen. Hier haben wir 6 Fotos gefunden. Es wird immer weniger. 8, 6, 3. Naja. Wie dem auch sei, wir sehen uns in der nächsten Folge, vielleicht der letzten, ich weiß es nicht. Die wenig befahrene Straße oder die wenig bereiste Straße, die wenig genutzte Straße oder die weniger, um ganz korrekt zu übersetzen, die weniger befahrene, benutzte, bereiste Straße. Bis dahin, gehabt euch wohl und tschüss.